Willkommen zu diesem neuen Video bei Meet & Grade. Heute geht es um ein Thema, was viele nicht so gerne hören wollen. Mir liegt es aber als auf der einen Seite Ernährungswissenschaftler, auf der anderen Seite als leidenschaftlicher Griller sehr am Herzen, dieses Thema einmal zu kommunizieren und meine Reichweite dafür zu nutzen, vielleicht etwas Positives bewirken zu können. Es geht darum, wie schädlich das Grillen eigentlich wirklich ist. Und diese Thematik hat sehr viel Präsenz. Das Grillen ist in der Bevölkerung etwas, was immer weiter verbreitet ist. Es gibt sehr viele YouTuber, Influencer aus dem Grillbereich und ich finde, man sieht da über die Jahre eine gewisse Entwicklung. Ich bekomme in der Grillszene immer mehr mit, dass immer mehr Griller schwere gesundheitliche Probleme haben. Und als Ernährungswissenschaftler sehe ich leider dort Zusammenhänge zwischen dem Grillen und den gesundheitlichen Problemen bei diesen Personen. Und deshalb möchte ich in diesem Video nicht nur zeigen, was am Grillen ungesund ist, sondern auch zeigen, wie man es gesund machen kann und was man bei der Ernährung auf jeden Fall beachten sollte, denn wir können unserer Leidenschaft dem Grillen bedenkenlos nachgehen, aber es gibt ein ganz, ganz großes Aber und das klären wir in diesem Video. Los geht's! Wie immer haben wir das Video in verschiedene Kapitel unterteilt. Ihr könnt dorthin springen, was euch am meisten interessiert. Wir klären, wie ungesund und giftig Grillen sein kann. Wir klären, wie gesund Grillen sein kann. Wir klären, was Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes, Gicht und so weiter mit dem Grillen zu tun hat. Und im Laufe des Videos glaube und hoffe ich, dass viele ihre Meinung über das Thema Ernährung und über das Thema Grillen nochmal überdenken müssen. Denn ich möchte jetzt vorab einmal kurz euch darum bitten, alles, was ihr über Ernährung wisst, einmal hinten anzustellen. Einfach mal so zu tun, als wenn ihr keine Ahnung hättet, was gesunde Ernährung überhaupt ist, was gesunde Lebensmittel überhaupt sein könnten. Und wenn ihr euch jetzt einmal darauf eingelassen habt, einmal gar nichts mehr über Ernährung zu wissen, klären wir ein paar kurze Grundlagen und daraufhin bauen wir dann die Informationen, die ich hier in dem Video mitteilen will, auf und dann könnt ihr das in euer Weltbild einbauen. Vorab noch etwas in eigener Sache. Ich habe auf Grundlage dieser Thematik zum 01.01. dieses Jahres bereits ein Programm, ein Ernährungsprogramm auf den Markt gebracht, wo meine Geschäftspartnerin Madita, die ebenfalls Ernährungswissenschaftlerin ist, so wie ich, zusammen mit ein paar Studenten der Hochschule Niederrhein ein Programm entwickelt haben, wo wir erklären, wie man gesund grillen kann, wie man mit Grillen abnehmen kann bzw. trotz Grillen seine Figur halten kann. Egal, ob man jetzt permanent grillt oder nur mal hin und wieder grillt, mit ganz vielen Rezepten, die sowohl auf dem Grill funktionieren als auch in der Küche funktionieren, mit ganz viel Know-how und Inhalt und Wissensvermittlung, damit man nicht nur für eine Phase der Diät gewappnet ist, sondern für den Rest seines Lebens wirklich wissenschaftlich fundierte Inhalte, schön anschaulich aufgearbeitet, in Videos, in Texten, in Skizzen und so weiter hat. Jeder bekommt seinen individuellen Plan für sein individuelles Ziel und natürlich auch seine individuelle Ausgangslage und das von einem Ernährungswissenschaftler erarbeitet und noch vieles, vieles mehr. Wenn euch das interessieren sollte, dann schaut unten in die Videobeschreibung. Jetzt allerdings erstmal das Video anschauen, denn hier werden schon sehr, sehr viele interessante Aussagen getätigt. Fakt Nummer 1, es gibt keine ungesunden Lebensmittel. Auch wenn wir das immer so sagen, das und das ist gesund, oh, das ist total ungesund, gibt es nicht. Lebensmittel per se an sich, als Lebensmittel betrachtet, können nicht ungesund sein, nur die gesamte Ernährungsweise kann gesund oder ungesund sein. Das müssen wir uns einmal festhalten, ungesunde Lebensmittel gibt es nicht. Fakt Nummer 2. Eine ausgewogene Mischkost ist die gesündeste Ernährungsform. Nicht eine rein tierische Ernährungsform oder eine rein pflanzliche Ernährungsform ist die gesündeste Ernährungsform, sondern eine ausgewogene Mischkost. Wichtig ist aber auch, solange die Ernährung grundsätzlich ausgewogen ist und wir alles bekommen, was wir bekommen müssen, dann kann jede Ernährungsform sehr gesund sein. Trotzdem gilt, die empfehlenswerteste Ernährungsform ist eine ausgewogene Mischkost. Was das genau bedeutet, werden wir im Fazit nochmal erläutern. Starten wir jetzt mit dem Fleischkonsum. Thema Fleisch an sich. Die meisten Griller grillen ja am liebsten Fleisch, deswegen ist das ein sehr großer Teil dieses Videos. Wie gesund oder ungesund ist es eigentlich? Und das ist ein sehr umstrittenes Thema. Die meisten Veganer würden sofort unterschreiben, dass Fleischkonsum schädlich ist. Das kann man so aber nicht sagen, denn es gibt ja keine ungesunden Lebensmittel. Jedoch können wir am Fleischkonsum auf jeden Fall Kritik üben. Es gibt sowohl Positives als auch Negatives. Fangen wir mal mit ein paar negativen Aspekten an.
Thema rotes Fleisch zum Beispiel. Sehr umstritten, soll eventuell krebserregend sein. Ist das nachgewiesen? Aktuell muss man sagen, nein. Es ist nicht nachgewiesen, dass rotes Fleisch krebserregend ist. Es gibt jedoch immer mehr Hinweise darauf, dass es sehr wahrscheinlich krebsfördernd sein kann. Warum kann man das nicht so explizit herausfinden? In der Ernährungswissenschaft haben wir sehr viele Störfaktoren. Wenn wir Menschen in der Population untersuchen bzw. Studien darüber machen und schauen, bei wem kommt es zu welchen Krebserkrankungen und wie hat er gelebt, dann haben wir unterschiedliche Faktoren, die dieses Krebswachstum begünstigt haben können. Rotes Fleisch ist einer dieser Faktoren. Aber kommen jetzt bestimmte Krebsarten durch Rauchen, durch den Konsum von rotem Fleisch, vielleicht durch den Konsum von gepökeltem Fleisch, durch verarbeitetes Fleisch, vielleicht durch den Konsum von Alkohol oder, das können wir alles nicht sagen. Vielleicht ja auch daher, dass wir irgendwelche Abgase einatmen oder generell in unserem Lebensumfeld irgendwo Schimmelsporen hatten oder. Es gibt so viele verschiedene Störfaktoren, die darauf einwirken können, dass wir rotes Fleisch als krebsverursachendes Lebensmittel nicht eindeutig identifizieren können. Wir müssen aber nach derzeitigem Kenntnisstand sagen, rotes Fleisch sollte nicht in zu hohem Maße konsumiert werden. Ist jetzt sehr schwammig formuliert. Wir klären dann nachher nochmal, was denn ein zu hohes Maß eventuell sein könnte. Was jedoch jetzt schon noch eindeutiger als rotes Fleisch krebserregend ist, das sind verarbeitete Fleisch- und Wurstwaren. Das heißt Wurst jeglicher Art und vor allem auch gepökeltes, geräuchertes. Das sind tatsächlich Lebensmittel, wo wir sagen müssen, hier besteht ein erhöhtes Risiko für die Entstehung von Krebs, wenn wir auch diese Lebensmittel in hohem Maße konsumieren. Das Problem ist, dass ein hohes Maß hier schon bei dem normalen Konsumverzehr anfängt. Das bedeutet, wenn ich ein paar Mal pro Woche eine normale durchschnittliche Menge Wurst konsumiere, dann habe ich da eventuell schon ein erhöhtes Risiko. Ihr seht, das ist alles mit eventuell und wenn und so weiter formuliert, muss ich als Ernährungswissenschaftler einfach so machen. Aber ich hoffe, es kommt bei euch trotzdem so an, dass wir wissen, verarbeitetes Fleisch, das müssen wir noch stärker reduzieren als zum Beispiel rotes Fleisch. Aber auch schon rotes Fleisch sollten wir mit Bedacht konsumieren. Und daran lässt sich erkennen, dass der Fleischkonsum auf jeden Fall irgendwo gedeckelt werden sollte. Beziehen wir das jetzt direkt einmal aufs Grillen. Und zwar gehen wir jetzt von dem Fleisch so ein bisschen weg, schon hin zu Stoffen, die beim Grillen entstehen können. Wenn wir nämlich gepökeltes Fleisch grillen oder auch zum Beispiel ein Mettwurstbrötchen, was man auch immer mal wieder in den sozialen Medien sieht, was angegrillt wird, dann entstehen dabei sogenannte Nitrosamine. Nitrosamine sind tatsächlich nachgewiesenerweise krebserregende Stoffe, die wir ganz einfach verhindern können, wenn wir einfach gepökelte Lebensmittel nicht zu hoch erhitzen. Das bedeutet nicht über 130 Grad erhitzen. Gepökelte Lebensmittel sollten wir also nicht grillen oder braten, sondern höchstens dämpfen oder dünsten. Gepökelte Lebensmittel sind an sich ja auch schon genießbar. Die müssen wir nicht nochmal so hoch erhitzen. Daher an dieser Stelle die ganz klare Aussage, wer gepökelte Lebensmittel zu hoch erhitzt, also grillt, der muss wissen, dass er damit Nitrosamine erzeugt und dass er damit sich seinem Körper hochkrebserregende Substanzen zuführt. Wenn man das weiß und sagt, okay, trotzdem hin und wieder möchte ich mir das mal gönnen, dann ist das sehr wahrscheinlich auch in Ordnung. Das klären wir auch am Ende des Videos. Jetzt gehen wir schon zu den Vorteilen von Fleisch. Damit möchte ich nicht sagen, dass es nicht eventuell noch weitere Risikofaktoren beim Fleisch gibt. Seien es zum Beispiel Medikamente und oder Hormone, die den Tieren gegeben werden zu Lebzeiten. Das ist ein Thema, was hochkomplex ist. Dazu braucht es nochmal ein eigenes Video. Ich möchte jetzt den Rahmen dieses Videos damit nicht sprengen. Deswegen legen wir da erstmal keinen Wert drauf und sagen, das ist kein fundamentales großes Problem. Das müsst ihr mir jetzt an dieser Stelle einfach einmal glauben. Auch wenn man emotional immer denkt, das ist ein ganz großes Risiko. Erstmal pauschal nein. Und dann müssen wir das nochmal genauer in einem extra Video beleuchten. Wir gehen jetzt auf die Vorteile vom Fleisch ein. Und da gilt zu sagen, wir haben eine wunderbare Vitaminversorgung durch Fleisch. Auch wenn man immer sagt, ja, Gemüse und Obst, das versorgt uns so sehr mit Vitaminen. Fleisch tut das auch. Es gibt ein Vitamin, was im Fleisch nicht vorkommt, das ist das Vitamin C. Ansonsten können wir aus Fleisch mehr Vitamine bekommen als aus pflanzlichen Lebensmitteln. Dieses mehr Vitamine bitte jetzt auch nicht falsch verstehen. Wir können natürlich auch aus pflanzlichen Lebensmitteln diese Vitamine bekommen. Mal abgesehen vom Vitamin B12. Das ist nämlich vor allem das, was wir aus Fleisch mehr bekommen können. Dafür Vitamin C bekommen wir aus Fleisch weniger.
In Fleisch ist aber auch der Gehalt an Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, Mengenelementen tendenziell in den kritischen Bereichen etwas höher als in pflanzlichen Lebensmitteln. Dabei kommt es jedoch ganz stark auf das einzelne Vitamin bzw. den einzelnen Mineralstoff an. Deswegen auch hier jetzt eine zu pauschale Aussage. Fleisch liefert sehr viele Vitamine und Mineralstoffe. Gemüse, Obst und so weiter, pflanzliche Lebensmittel können das aber auch. Vitamin B12 ist das, was ich aus dem Fleisch bekomme, was ich in der pflanzlichen Ernährung irgendwie ergänzen muss. Und Vitamin C ist das, was ich nicht aus dem Fleisch bekomme, was ich irgendwo in der fleischlichen Ernährung ergänzen muss. Packe ich beides zusammen, habe ich sehr viele Vorteile. Und ich habe noch einen Vorteil dazu. Wenn ich meinen Fleischkonsum mit den eventuell schädlichen Inhaltsstoffen bzw. den schädlichen Stoffen, die dabei entstehen können, wenn ich Fleisch zubereite, kombiniere mit den Stoffen aus einer pflanzlichen Ernährung, das Ganze also zu einer Mischkost werden lasse, dann habe ich den Vorteil, dass in der pflanzlichen Ernährung Stoffe drin sind, die die eventuell negativen Aspekte, und damit meine ich jetzt die krebserregenden Aspekte des Fleisches, eventuell wieder ausgleichen, wenn das Ganze ausgewogen ist. Wann sowas ausgewogen ist, das ist relativ komplex. Wichtig ist, ich rede jetzt hier über die krebserregende Wirkung von Stoffen aus Fleisch bzw. aus zubereitetem Fleisch. Wir müssen ein bisschen trennen zwischen krebserregend und generell gesundheitsschädlich für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Erkrankungen wie Diabetes, Gicht und so weiter, weil das ist nochmal ein anderer Bereich. In Bezug auf die krebserregende Wirkung von Inhaltsstoffen aus Lebensmitteln haben wir in pflanzlichen Lebensmitteln sogenannte biologisch aktive Polyphenole. Und die können tatsächlich die krebserregende Wirkung, also die DNA-verändernde Wirkung aus Lebensmittelbestandteilen teilweise negieren. Jetzt wird es langsam allerdings schon ein bisschen komplex, deswegen breche ich das hier an der Stelle mal ab. Wir machen weiter mit einem Thema, was jetzt von vielen Fleischliebhabern kommen wird, nämlich im Thema Fleisch ist aber viel gesünder, weil die biologische Wertigkeit von den Proteinen aus Fleisch viel höher sei als die biologische Wertigkeit von Proteinen aus pflanzlichen Lebensmitteln. Und da muss man sagen, ja, erstmal ist es so, aber die biologische Wertigkeit ist nahezu egal. Die biologische Wertigkeit sagt lediglich aus, wie ähnlich das Protein aus der Nahrung ist, was wir zu uns nehmen, zu körpereigenem Protein. Und wenn wir dann überlegen, wenn Fleisch ein Muskel aus einem Säugetier meistens ist und wir führen den Muskel eines Säugetieres uns zu, dann ist dieses Protein natürlich unserer Muskulatur viel ähnlicher, als wenn wir jetzt aus einer Hülsenfrucht oder unser Protein beziehen. Aber wir haben im Körper einen sogenannten Aminosäurespiegel. Aminosäuren sind die Bausteine der Proteine. Jedes Protein ist aus Aminosäuren aufgebaut. Und wenn wir Proteine zu uns nehmen, dann baut der Körper die in einzelne Aminosäuren ab. Und diese Aminosäuren befinden sich dann im Körper, im Muskel, werden gespeichert, beziehungsweise mit dem Speichern muss man vorsichtig sein. Proteine kann der Körper anlegen in Muskulatur und so weiter. Allerdings so einen wirklichen Speicher hat er nicht, die sind irgendwann aufgebraucht. Allerdings dauert dieses Aufbrauchen auf jeden Fall mindestens einen Tag. Was bedeutet, wenn wir im Laufe des Tages alle Aminosäuren zuführen, die wir brauchen, um körpereigene Proteine zu bilden, dann ist es egal, wie hoch die biologische Wertigkeit eines einzelnen Lebensmittels ist, weil wir über den gesamten Tag ausreichend Aminosäuren, also ausreichend Protein zugeführt haben. Das ist die Voraussetzung und dann spielt es plötzlich gar keine Rolle mehr, ob wir unseren Proteinbedarf durch Fleisch gedeckt haben oder durch pflanzliche Lebensmittel. Wie viel Fleisch ist denn nun letztendlich gesund? Und wenn man das googelt, dann findet man direkt eine Aussage der DGE, das ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt pro Woche 300 bis 600 Gramm Fleisch maximal zu konsumieren. Und jetzt muss man sich überlegen, ist denn mehr als 600 Gramm Fleisch pro Woche direkt ungesund? Und da sage ich ganz klipp und klar, nein, das ist eine Empfehlung der DGE, die richtet sich an die breiten Bevölkerung, also an die gesamte Bevölkerung Deutschlands, auf Grundlage der Informationen, die die DGE hat. Unter anderem Informationen darüber, welche Fleischprodukte denn gerne gekauft werden. Und wenn man sich das mal anschaut, dann werden sehr viele verarbeitete Fleischwaren gekauft. Die DGE muss also eine Empfehlung aussprechen, die das berücksichtigt und muss deshalb den Fleischkonsum relativ niedrig empfehlen, damit eben nicht so viel verarbeitetes Fleisch gegessen wird, wenn man sich denn an die Empfehlungen hält. Wenn man aber sich im Rahmen einer ausgewogenen Mischkost ernährt und darauf achtet, nicht zu viel verarbeitetes Fleisch zu essen, einen nicht zu hohen Anteil an rohem Fleisch in seiner Ernährung zu haben, dann kann man auch guten Gewissens mehr Fleisch konsumieren, solange am Ende die gesamte Ernährung ausgewogen ist.
Noch konkreter kann ich jetzt in diesem Video nicht werden, es wird ohnehin schon lang genug. Schaut gerne unten einmal auf den Link zu unserem Programm. Wenn euch das wirklich interessiert, dann bekommt ihr in dem Programm noch viel, viel mehr Content dazu. Kommen wir jetzt zum nächsten großen Themenblock, nämlich welche giftigen Stoffe können denn beim Grillen bzw. falschen Grillen entstehen? Und da reden wir jetzt über polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe und heterozyklische aromatische Amine. Erstmal, die Namen spielen keine große Rolle. Wichtig ist nur dieses Aromawort in der Mitte, denn das sind Aromen, die beim Grillen entstehen, die wir zum Teil haben wollen, die aber für unsere Gesundheit vielleicht gar nicht so vorteilhaft sind. Innerhalb dieser Stoffklassen gibt es verschiedene chemische Moleküle. Eins sagt vielleicht dem einen oder anderen was, das nennt sich Benzpyren. Das entsteht bei unvollständiger Verbrennung. Zum Beispiel, und das jetzt als kleiner Funfact, wenn ich Holzkohle oder generell Kohle beim Grillen vor dem Grillen nicht ordentlich durchglühen lasse, dann habe ich immer noch eine unvollständige Verbrennung, während ich mein Grillgut auflege. Und das, was dann an Rauch aufsteigt, das enthält besonders viele polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe und heterozyklische aromatische Amine. Kürzen wir das einfach im Laufe des Videos mal ab als PAK und HAA. Und diese Stoffe sind nachgewiesenermaßen krebserregend. Wenn ich jetzt also auf nicht vorgeglühter Kohle grille, und das ist der Funfact, den ich eben erwähnt habe, dann habe ich tatsächlich ein anderes Aroma, als wenn ich auf einem Gasgrill grille oder auf einem Elektrogrill grille. Dieses Aroma ist jedoch nicht gewünscht, sollte zumindest nicht gewünscht sein. Wenn ich nämlich durchgeglühte Kohle habe, entstehen immer noch Aromen und das sind dieselben Aromen, die auch auf einem Gasgrill entstehen können und sind dieselben Aromen, die auch auf einem Elektrogrill entstehen können. Ich muss immer können dazu sagen, weil es hängt letztendlich von dem Können vom Benutzer des Grills ab und nicht von der Art und Weise des Grills. Jetzt müssen wir allerdings fürs Grillen auch mal eine Lanze brechen, denn diese Stoffe entstehen nicht nur beim Grillen, sondern auch beim Braten in der Küche. Und diese Stoffe sind nicht nur am Lebensmittel giftig, sondern der Rauch, der dabei entsteht, den wir einatmen, der ist genauso giftig, mindestens genauso giftig. Und in der Küche habe ich ein geschlossenes System. Ich habe meine Dunstabzugshaube im Idealfall auch mit einer Öffnung nach außen, dass ich wirklich eine Lüftung habe und nicht einfach nur einen Filter drin, der die Luft dann wieder in den Raum auspustet. Aber trotzdem habe ich in der Küche ja viel mehr Geruch, den ich erzeuge, also dieses Aroma, was dadurch erzeugt wird, als wenn ich draußen in der Natur an der frischen Luft etwas grille und der Rauch weg kann und ich nicht so viel davon einatme. Das bedeutet, wenn ich den Grill richtig vorheizen lasse, die Kohle richtig durchglühen lasse, mein Grillgut nicht zu heiß und nicht zu lange erhitze, wenn ich diesen Rauch draußen nicht so stark einatme, dann ist Grillen nicht ungesünder als das Kochen und Braten in der Küche und könnte vielleicht sogar gesünder sein als das Braten in der Küche. Aber ich glaube, es wird deutlich, gesünder oder ungesünder ist beides nicht. Wichtig ist nur, dass man beides richtig macht. Und wenn ihr wissen wollt, wie man vernünftig grillt, dann lasst gerne auch ein Abo für den Kanal da. Perfekte Überleitung. Und jetzt kommen wir zum nächsten Themenblock. Und das ist das Thema Acrylamid. Auch schon wieder ein potenziell krebserregender Stoff. Es ist ein Stoff, der sehr bekannt ist und wo viele Leute von ausgehen, dass der auf jeden Fall krebserregend ist, wo man aber in der Wissenschaft sagen muss, so ganz eindeutig ist es nicht. In Tierstudien, ja, muss man ganz eindeutig sagen, in Tierstudien hat man herausgefunden, dass der krebserregend ist. In Humanstudien konnte man das wieder nicht so ganz differenzieren, welcher Störfaktor jetzt wirklich krebserregend ist. Man muss festhalten, ein Risiko könnte bestehen und die Menge macht das Gift. Wie entsteht jetzt dieses Acrylamid? Ganz einfach, genau bei dem Prozess, den wir beim Grillen und beim Braten erzeugen möchten. Nämlich einer nicht-enzymatischen Bräunungsreaktion. Nennt sich Maillard-Reaktion. Das ist, wenn die Proteine aus Lebensmitteln mit Zucker aus Lebensmitteln reagieren und ich dann diese schöne Bräunung habe, die sogenannten Röstaromen. Braun, nicht schwarz. Denn schon bei der Bräunung entsteht Acrylamid, aber vor allem, wenn es schwarz wird, entsteht besonders viel Acrylamid. Erster Tipp also hier. Braune Röststreifen, braunes Branding, nicht schwarz. Nächster wichtiger Punkt jetzt allerdings dazu ist, wir müssen das richtig einordnen. Natürlich entsteht beim Grillen Acrylamid, beim Braten in der Pfanne, aber auch im Backofen, auch beim Frittieren, auch. Wenn ich Pommes esse, esse ich sehr viel Acrylamid, weil vor allem bei verarbeiteten Kartoffelprodukten sehr viel Acrylamid entsteht.
mehr teilweise noch als beim Braten oder Grillen von Fleisch. Und wenn wir jetzt überlegen, wie viele Menschen in der Gesamtbevölkerung nicht grillen, aber sehr viel Acrylamid zu sich nehmen und wie viele jetzt letztendlich eine entsprechende Krebserkrankung bekommen, dann ist wieder sehr schwer zu sagen, ab welcher Menge Acrylamid es wirklich problematisch wird, ob es da überhaupt problematisch wird und vor allem, ist das Grillen daran ein Problem? Vermutlich eher nicht, solange ich wieder weiß, was ich am Grill tue und nicht alles irgendwie schwarz anbrutzel, sondern es bei braunen Röststreifen belasse. Gehen wir jetzt weg von den krebserregenden Substanzen hin zu den Stoffen aus Lebensmitteln, die für unser Herz-Kreislauf-System und für ernährungsassoziierte Erkrankungen verantwortlich sein können. Da haben wir zum einen das viel diskutierte Cholesterin. Mal hat man gesagt, das sei total schlimm, dann hat man wieder gesagt, Cholesterin ist total egal. Die Wahrheit liegt in der Mitte, wie es in der Wissenschaft in der Regel der Fall ist. Cholesterin aus Lebensmitteln erhöht erstmal nicht den Blutcholesterinspiegel. Aber Cholesterin in Lebensmitteln geht meist einher mit sehr viel gesättigten Fettsäuren aus den Lebensmitteln und gesättigte Fettsäuren haben einen Einfluss auf den Blutcholesterinspiegel, vor allem auch noch, wenn man das nochmal aufteilt in das HDL und LDL. Auch da kann man nochmal unterteilen bei dem LDL, wollen wir jetzt aber in dem Video nicht mehr drauf eingehen. Auf jeden Fall sind gesättigte Fettsäuren in der Ernährung ab einem gewissen Punkt, wann dieser Punkt erreicht ist, sage ich euch noch im Laufe des Videos, problematisch und deswegen sollte man gesättigte Fettsäuren reduzieren. Wenn wir das jetzt wieder aufs Fleisch beziehen, müssen wir festhalten, rotes Fleisch sollten wir in Bedacht essen, verarbeitetes, gepökeltes Fleisch sollten wir mit sehr viel Bedacht essen und jetzt müssen wir noch darauf achten, dass das Fleisch nicht zu viele gesättigte Fettsäuren enthalten sollte. Dazu auch nochmal ein kurzer Ausstecher zum Thema Zucker, denn auch da gibt es die Fraktion, die sagt, Zucker ist das Problem an Cholesterin. Auch das stimmt erstmal nicht. Ein hoher Zuckerkonsum korreliert häufig mit einem hohen Cholesterinwert. Das liegt aber nicht direkt an der Wirkung des Zuckers, sondern an der Gesamternährung. Denn eine schlechte Gesamternährung korreliert mit einem hohen Zuckeranteil. Und eine schlechte Gesamternährung hat einen kausalen Einfluss auf den Cholesterinspiegel und deswegen nicht Zucker alleine ist das Problem, nicht Cholesterin alleine ist das Problem, auch nicht Fettsäuren alleine sind das Problem, sondern die Gesamtheit der Ernährung. Und hier sind wir wieder beim Thema ausgewogene Mischkost. Und das können wir auch auf alle anderen ernährungsassoziierte Erkrankungen übertragen. Übergewichtig wird man nicht durch zu viel Zucker oder zu viel Fett oder zu viel gesättigte Fettsäuren, sondern durch zu viel Kalorien. Eine hochkalorische Ernährung geht aber in der Regel einher mit zu viel gesättigte Fettsäuren, zu viele Fettsäuren an sich, zu viel Zucker und so weiter und so fort. Und Übergewicht an sich geht einher mit Bluthochdruck, mit koronaren Herzkrankheiten, mit Gicht, mit Diabetes und Co. Gicht ist dann nochmal so ein bisschen ein spezielleres Thema, weil Gicht vor allem auch von Purin kommt. Das bedeutet ein hoher Alkoholkonsum, ein hoher Konsum an purinhaltigen Lebensmitteln und Fleisch ist in der Regel purinhaltiger als pflanzliche Lebensmittel und noch so eine erbliche Komponente, die meistens mit dazukommt. Das sind so die Hauptrisikofaktoren für Gicht. Und wenn man einen Gichtanfall einmal hat, kann man durch eine Ernährungsumstellung dafür sorgen, dass man keine chronische Gicht bekommt und auch keine weiteren Gichtanfälle mehr bekommt. Wichtig ist nur, dass man weiß, was man dann zu tun hat. Dafür dient auch das Programm, was wir jetzt Anfang des Jahres erstellt haben. Wenn ihr also damit Probleme haben solltet, checkt das gerne mal aus. Und wenn wir jetzt zurückkommen zu den anderen ernährungsassoziierten Erkrankungen, nämlich Übergewicht. Und ja, Übergewicht ist ab einem bestimmten Zeitpunkt eine Krankheit. Body Positivity jetzt mal dahingestellt. Natürlich sollte man niemanden aufgrund seines Gewichtes alleine verurteilen, aber ein gewisses Gewicht ist einfach nicht gesund. Das müssen wir so klipp und klar hier auch einfach mal sagen dürfen. Und ich hoffe, jeder da draußen, der sich vielleicht auch angesprochen fühlt davon, weiß, wie ich das meine und fühlt sich davon nicht angegriffen. Eben habe ich gesagt, Übergewicht geht einher mit Bluthochdruck. Selbe Risikofaktoren aus der Ernährung, das heißt eine sehr fettreiche Ernährung, eine sehr hochkalorische Ernährung, vielleicht mit Lebensmittelinhaltsstoffen wie vielen gesättigten Fettsäuren, vielleicht sogar ein paar Transfettsäuren mit einem hohen Zuckeranteil und so weiter, führt zu Übergewicht, führt zu einem Bluthochdruck und Bluthochdruck ist Hauptrisikofaktor für koronare Herzkrankheiten, das heißt für Schlaganfall, für Lungenembolie, für eine PAVK, also eine periphere Arterienverschlusskrankheit, für Thrombose. Thrombose führt irgendwann zu einer Lungenembolie beispielsweise.
beispielsweise, aber eben auch für den klassischen Herzinfarkt, dass man vielleicht irgendwann Bypässe benötigt und so weiter und so fort. Es schränkt auf jeden Fall massiv die Lebensqualität ein und es reduziert massiv die Lebenserwartung, muss man an dieser Stelle auch einfach so ehrlich sagen. Und deshalb sollte man, wenn man Probleme mit seinem Körpergewicht hat, wenn man Probleme mit Bluthochdruck hat, und hier auch mein Appell ganz wichtig, kontrolliert bitte regelmäßig euren Blutdruck. Bluthochdruck ist eine der am häufigsten nicht erkannten Problematiken, weil das schleichend kommt und ich irgendwann dann mal bei einem Routinecheck beim Arzt merke, ich habe Bluthochdruck und den habe ich dann aber schon seit 5 Jahren oder seit 10 Jahren. Deswegen bitte alle 1 bis 2 Jahre mal so ein Check-up machen lassen, gucken, ob alles in Ordnung ist, und wenn nicht, dann nicht einfach so tun, gut, kann man eh nichts dran ändern oder gebt mir mal bitte Medikamente, sondern versuchen, über seine Lebensweise schon mal etwas dafür zu tun, dass man länger ein unbeschwertes und auch ein längeres Leben hat. Ich weiß, dass das sehr empfindliche Themen sind, aber mir ist wichtig, das auch so einmal anzusprechen. Bitte da auch jetzt nicht falsch verstehen, sollte ein Arzt euch Medikamente empfehlen, dann nehmt die bitte auch. Nicht bitte auf Grundlage von irgendwelchen Ernährungsgurus sagen, ich brauche gar keine Medikamente, ich muss nur ein Supplement nehmen oder ich stelle meine Ernährung um auf Keto oder auf vegan oder. Das alleine muss nicht unbedingt ausreichen. Je nachdem, wie manifestiert so eine Erkrankung bei euch ist oder eure individuelle Lebenssituation ist, kann es durchaus ratsam und sinnvoll sein, Medikamente zu nehmen. Und wenn euch ein Arzt das empfiehlt, solltet ihr euch erstmal nicht darüber hinwegsetzen. Was ihr aber zusätzlich machen könnt, und das machen wir in unserem Programm auch, mit einem Ernährungswissenschaftler euch zusammenzusetzen und zu überlegen, was man verändern könnte und in Zusammenarbeit mit dem Arzt dann zu schauen, ob die Medikamente noch weiter benötigt werden oder ob man die nicht sukzessive reduzieren und irgendwann ganz weglassen kann. Bei den meisten Medikamenten kann man das, allerdings auch nicht bei allen. Kommen wir jetzt also einmal zum Fazit des Videos. Eine ausgewogene Mischkost aus fleischlichen Lebensmitteln, pflanzlichen Lebensmitteln in einer sinnvollen Kombination, die alle Nährstoffe für unseren Körper abdeckt, ist die gesündeste Ernährungsform, die wir wählen können. Grillen per se ist nicht giftig. Grillen per se ist nicht ungesund. Fleisch per se ist nicht ungesund. Aber die Menge macht immer das Gift. Egal, ob es ein krebserregender Inhaltsstoff ist oder ein Inhaltsstoff, der als grundsätzlich nicht so gesund gilt, solange wir es damit nicht übertreiben und es in einem gewissen Maße konsumieren, ist das alles vertretbar. Wir können uns nicht vor allen Einwirkungen durch Lebensmittel oder durch die Umwelt schützen und es macht vielleicht auch nicht so viel Sinn, uns bei einer Leidenschaft einzuschränken, während wir an anderer Stelle so oder so damit konfrontiert werden. Wenn wir jetzt also das Grillen sein lassen und stattdessen viele Pommes essen, haben wir zum Beispiel wieder das Problem mit dem Acrylamid, sollte das überhaupt ein Problem sein, und dann verzichten wir zwar aufs Grillen, aber gesünder leben tun wir trotzdem nicht. Wichtig ist auch, wie ich grille. Ich muss wissen, was ich am Grill tue. Ich muss wissen, was ich mit Feuer mache. Mein Fleisch in eine offene Flamme reinzulegen, ist nicht gesund. Das muss man wissen. Man sollte Fettbrände und Flammenbildung beim Grillen vermeiden. Man sollte nicht die Kohle mit Bier ablöschen und dann den Dampf, der polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe enthält, einfach an unser Grillgut ranlassen, sondern das Grillgut bei einer Temperatur angrillen, die es braucht, aber auch nicht darüber und auch nicht länger, als das Grillgut es benötigt. Neben dem Grillen ist wichtig, dass wir grundsätzlich einen gesunden Ernährungsstil pflegen und eine gesunde Ernährungsweise pflegen. Dass wir beim Grillen vielleicht auch ausgewogene Rezepte und Gerichte grillen und nicht einfach nur sagen, Bacon ist besser, Käse ist besser, doppelt Bacon, doppelt Käse, keine Ahnung was für Kalorienbomben, Fettbomben dann da produziert werden können. Natürlich schmeckt das vielleicht mal gut, dem einen mehr, dem anderen weniger. Und ihr müsst, wie gesagt, auch nicht komplett darauf verzichten. Aber solche Bacon-Käse-Kalorienbomben, die muss man vielleicht einfach ein bisschen reduzieren. Und man sollte vielleicht nicht jeden Mittwoch als Mettwoch feiern, seinen Kassler mit schwarzen Grillstreifen angrillen und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr wisst langsam, worauf ich hinaus will. Sondern man sollte einfach alles in Maßen machen. Man sollte Spaß haben bei seinen Grillabenden, denn auch das spielt bei der Ernährung eine entscheidende Rolle. Spaß haben zusammen mit anderen. Und das ist das, worum es mir beim Grillen ursprünglich immer ging und aktuell
aktuell auch immer noch geht und worauf wir uns vielleicht auch besinnen sollten. Und wenn euch dieses Video jetzt gefallen hat, diese Informationen euch gefallen haben, dann baut die in euer Weltbild ein, schreibt mir gerne eure Meinung, vielleicht auch euer Know-how unten in die Kommentare rein. Wenn ihr sagt, ihr möchtet was an eurer Ernährungsweise ändern, vielleicht möchtet ihr abnehmen, vielleicht möchtet ihr einfach nur gesünder grillen, vielleicht wollt ihr einfach über die Ernährung noch mehr lernen und das wirklich wissenschaftlich fundiert, dann schaut unten mal in die Videobeschreibung, schaut euch das Programm an. Ihr könnt nicht nur das Programm buchen, ihr könnt auch explizite Ernährungsberatungen mit mir persönlich buchen oder einem anderen Ernährungswissenschaftler. Ich bin mir sicher, wenn ihr Hilfe benötigen solltet, ist auf jeden Fall was für euch dabei. Und falls nicht, würde ich mich einfach über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt, und über einen netten Kommentar. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn ich euch dann ein paar ausgewogene Grillrezepte zeige oder auch einfach mal so ein paar Cheat-Rezepte, aber dann eben in Maßen und vernünftig gegrillt, ohne dass zu viele krebserregende Stoffe entstehen. Oder aber auch bei einem meiner Härtetests zu Produkten jeglicher Art. Wenn ihr dazu Wünsche oder Fragen habt, dann auch die gerne in die Kommentare. Und wenn ihr das ganze Projekt hier honorieren wollt, schaut mal bei uns bei grillguts.de rein. Da findet ihr Grills, Grillzubehör, Grillseminare, Events, Caterings und so weiter und so fort. Alles, was das Grillerherz höher schlagen lässt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao.